Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz WS 1.3 besprechen, bei der es darum geht, statistische Kennzahlen aus einem Kontext interpretieren bzw. aus einem einfachen Datensatz ermitteln zu können. Um euch das Ganze näher zu bringen, habe ich wie gewohnt Nummern von der Seite des Ministeriums, welche man unter aufgabenpool.at/ahs findet, ausgewählt. Die erste Nummer ist die 1609, bei der sich alles um das arithmetische Mittel dreht. In einer Klasse sind 25 Schüler und Schülerinnen, wovon eine außerordentlich geführt wird. Bei einer Testung hat man einen Schnitt von 12,6 Punkten erreicht. Wenn man die außerordentliche Schülerin nicht mitrechnet, ist der Schnitt nur 12,5. Nun soll man berechnen, wie viele Punkte diese außerordentliche Schülerin hat. Mir ist klar, dass deren Punktezahl über 12,5 liegen muss, da sie ja den Schnitt anhebt. Wie könnte man nun hier vorgehen? Ich habe das Ganze mit Hilfe des sogenannten gewichteten arithmetischen Mittels gerechnet, was hier angewandt folgendermaßen aussieht. Ich habe 25 mal diese 12,6 minus dieser unbekannten Zahl genommen, was dann nur noch 24 Schülerinnen und Schülern entspricht, deshalb durch 24 und dieser gibt einen Schnitt von 12,5. Formt man das Ganze korrekt um, erhält man die Gleichung 315 minus x ist 300. Dies ist relativ leicht zu lösen. Es ergibt sich, x ist somit 15. Das heißt, diese außerordentliche Schülerin hat eine Punkteanzahl von 15, was meinen Vorstellungen von vorher entspricht. Ich habe ihr gesagt, der Schnitt oder ihre Punkteanzahl muss über 12,5 sein. Zum zweiten Beispiel. Ich habe hier eine ungeordnete Liste von 19 natürlichen Zahlen. Aus dieser soll ich den Median und den Modus bestimmen. Ich habe hier nur zwei Möglichkeiten. Erstens, ich mache das Ganze mit dem Taschenrechner, was sich anbietet. Sollte ich dies von Hand oder von selbst machen, ist es wichtig, dass man diese Liste unbedingt sortiert, damit es nicht irgendwelche Schlampigkeitsfehler passieren können. Ich habe das hier gemacht und sehe nochmal, das sind 19 Werte, wie es in der Angabe steht. Wie finde ich nun den Median? Der Median ist ja der mittlerste Wert. Bei einer ungeraden Zahl, also 19, ist es hier der 10. Wert. Er existiert wirklich. Zähle ich das Ganze durch, stelle ich fest, der Median ist 11. Bei einer geraden Anzahl müsste man das arithmetische Mittel der mittleren beiden nehmen. Nun zum Modus, dem häufigsten Wert. Ich sehe, 5 kommt oft vor, 14 kommt häufig vor und 15, aber der häufigste Wert ist 14. Das ist der Modalwert. Sollte es mehrere Werte geben, die gleich oft vorkommen und am häufigsten sind, bitte beide oder mehrere anschreiben und nicht irgendwie einen Durchschnitt oder etwas Ähnliches berechnen. Zum letzten Beispiel. Es geht hier um einen Boxplot, um eine Boxplot-Analyse. Es wurden Mädchen und Burschen nach ihrem Schulweg befragt und das Ganze hier in diesem Kastenschaubild dargestellt. Man sieht, zwei der Aussagen sind korrekt. Suchen wir diese im Detail nun. Nummer 1. Mehr als 60% der befragten Mädchen haben einen Schulweg von mindestens 4 Kilometer. Ich gehe in den Boxplot der Mädchen und sehe, Q1 ist 4. Somit liegen zumindest 75% darüber. Hier steht mehr als 60%, das heißt, diese Aussage ist korrekt. Nummer 2. Der Median der erhobenen Daten ist bei Burschen und Mädchen gleich. Ich sehe, bei den Mädchen ist der Median 6, bei den Burschen 5, das heißt, diese Aussage ist falsch. Nummer 3. Mindestens 50% der Mädchen und mindestens 75% der Burschen haben einen Schulweg, der kleiner ist als 6 Kilometer. Bei den Mädchen ist der Median 6, das stimmt also. Bei den Burschen Q3, ja auch hier liegen zumindest 75% darunter, das heißt, das ist korrekt. Nur zur Sicherheit werde ich auch die letzten beiden überprüfen. Höchstens 40% der befragten Burschen haben einen Schulweg zwischen 4 und 8 Kilometer, das stimmt nicht, das sind zumindest 75%. Und dann noch die Spannweite ist bei beiden gleich groß, auch das sehe ich, dass nicht stimmt. Oben ist die Spannweite 8, unten ist die Spannweite nur 7. Immer auch noch fehlende Aussagen überprüfen, auch wenn man schon die beiden gefunden hat. Man könnte ja nur einen Fehler feststellen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte. Bis bald in den nächsten Videos.